So, moin moin zurück zu House of Ashes. Ja, das letzte Video hatte ein bisschen Überlänge. Es kann sein, dass es beim nächsten auch passiert. ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir machen direkt weiter. Stellen. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Willst du Ärger? Sag der Ami mit der Knarre. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Was geht da ab? Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Aktion, alles okay. Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Das sind Gute Vampire. Spur. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Wenn sich mir die Decke sprengt, das Sonnenlicht neigt. Ganz einfach. Danke. Also, nimm mal den Iraga wieder. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und die nächste Vorordnung. R32. Ich hoffe nur, dass wir das irgendwann brauchen. Nächste.
21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Er war nett zu mir. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Glaub, was du willst. Was soll das denn heißen? Auf dem Hof hast du den Hirten von hinten erschossen. Und warum? Hat er dein Land angegriffen? Er war nur ein Ziegenhirte. Kapiert? Du solltest einfach mal die Klappe halten. Natürlich. War ja klar. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Alles gut. Das ist ja eine tolle Funzel, was du da hast. Jetzt habe ich noch keinen auf dem Gewissen. Könnte nützlich sein. Jawohl. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Was meine ich, für was man das gebrauchen kann, ne? Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz.
Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Deine Frau? Ach was, jetzt willst du reden. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ganz schöne Wundertüte hier. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen! Starte es! Du spinnst! Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ich guck, was du jetzt hochgehen willst. Das ist eine gute Idee, Jungs. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Eine kehrt zum Licht zurück, des anderen Licht. Armer Eric. Zu dumm. Aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde,
die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. So, also wenn der schon so sieht. Nochmal? Himmel, Eric, wie oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich kann's bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Los! Schnell! Du willst der Nick? Dann frage ich mich natürlich, wo ist der Anna? Da drüben!
Das leben immer noch alle. Ja, zu schön, wenn der Schiff regt gewesen wäre. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Mit Eric ist es schon ein Jahr aus. Rachel. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Dann bleib dicht bei mir, Marine. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Es ist Jason. Er lebt noch. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Choice. Was ist das? Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl von hier. Riech nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben. Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Ihm half's nicht. Ah, Scheiße. Dumm gelaufen, Junge. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich lang muss, ne? Was?
Mädchen. Muss seine Frau sein. Ist nicht gut ausgegangen. Was? Ich darf nicht so eng. Und dann nächste Vorhersage. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihm geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Heutens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zeltering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Hört sich ja toll an. So, laufen wohl noch ein paar Meter. Gleiche Frage. Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hat es schon mehrere Anschläge gegeben. War eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick. Hat sie erschossen.
Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekiffen, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Sully. Wir kommen hier raus. Und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Ich nicht. Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich denke nicht. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Mir sieht es nicht menschlich aus. Was ist das? Ja. Diese Viecher wohl her. Scheiße. Aber das machen wir erst in der nächsten Runde. Für heute danke ich mich wieder fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle Germany, German V und bis zum nächsten Mal.